Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Ich zeige euch heute ein paar Ausschnitte aus meinem Training. Da das Video an sich schon relativ lang ist, habe ich gedacht, ich mache eine Begrüßung und alles jetzt einfach schon gerade im Video. Ihr seht hier die erste Übung. Wir mussten auf der einen Längenseite über die Stange traben. Dann geradeaus weiter und an der anderen Längenseite über eine Stange und dann seitwärts verschieben. Was wir in einem Dressurkurs letzten Winter schon geübt haben, deswegen kann das nämlich eigentlich schon relativ gut. Das haben wir dann ein paar Mal gemacht und es ist auch immer etwas besser gegangen. Dann haben wir das Ganze von der anderen Seite gemacht. Sprich, zuerst seitwärts verschieben, über die Stange, geradeaus weiter und dann an der anderen längeren Seite wieder die zwei Stangen dran. Dann haben wir im Galopp die zwei Stangen an der langen Seite mit einem Galoppsprung dazwischen, geradeaus weiter. Und dann an der anderen langen Seite das eine Stangen und dann schön geradeaus. Und eigentlich fast wie eine Wolte am Schluss hat es dann gegeben. Man sieht, zwischen ihnen geht der Lemmy drauf. Das ist, wo wir einfach auseinandergehen und in dann zu wenig an die Hand reiten und dann fällt dann immer in den Ab. Und er springt manchmal schon sehr stark auf über die Stange und schreit dann extrem gut vor, wegen dem habe ich nicht so kurz durchpariert, wo er einfach extrem mulig war und ihn nicht mehr haben konnte. Dann haben wir das Ganze auch noch den anderen Weg gemacht, auf die andere Hand, wo er dann schon ein bisschen besser gegangen ist und ein bisschen weniger mulig war. Hier ist er wieder auseinandergefallen und in die Rebe übergefallen. Dann ist er noch falsch angaloppiert, ist er wieder in die Rebe gefallen. Ich sehe hier gut, der Lemmy ist einer, der leider nicht sehr gerne oft nacheinander die gleiche Übung macht und deswegen fällt er dann auch von irgendwelchen Blödsinn machen, weil es ihm irgendwie langweilig ständig die gleichen drei Stangen zu springen.
Als nächstes wäre eigentlich die zwei Stangen mit einem Galoppsprung und dann auf drei Galoppsprung weiter. Dort hier, man sieht es schlecht, ist wieder eine Stange, die so zu einem Spitznerv verläuft, wo man eigentlich wie ein Einout hat. Ja, der Lemmy ist, wie gesagt, ein bisschen gelangweilt. Und das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, ist er schon mal davon gesäckelt. Jetzt ist er ein paar Mal in den Trab gefallen oder hat die drei Galoppsprünge gemacht. Und der Spitz ist auch mit so einer gelben und einer blauen so Gasse. Und das hat er ja extrem gefährlich gefunden. Ist auch immer wieder davon gesäckelt, deswegen bin ich immer wieder gebunden, damit er aufhört, so davon zu schreissen. Aber gegen Schluss ist es dann einigermaßen gegangen. Wie gesagt, er wird immer schneller und schneller und will endlich etwas anderes machen. Das gleiche dann auf der anderen Seite. Zuerst über die Spitze, dann drei Galoppsprünge. Und dann der eine Galoppsprung zwischen den Stangen. Von dieser Seite ist es hingegen etwas besser gegangen. Dann ist der erste ein bisschen Parkour gekommen, über die zwei Cavaletti. Dann, dort hier ist so ein Unterbauten gestanden, einfach frei, ohne Sprung drum. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass der Lemmy es so schön nimmt. Dann hätte ich eigentlich hier vor den Cavalettis durch sollen, ich bin aber leider hinten durch. Oh, ja. Dann über das Mühle. Und dann haben wir noch einmal so einen Drung gebaut und vor der Galerie ist der Runde über das Mühle. Dann ist die Barbe etwas weiter geworden. Wie gesagt, hier ist sie wieder eingesäckelt, die haben eine pariert und wir haben nochmal angefangen. Zuerst ist der Barbe genau gleich wie vorher. Er ist einfach noch ein paar Sprünge weiter. Sie wieder schön über die Ecke oder der Spitze rausgekommen. Hier über das Brettchen. Vor der Cavaletti ist über das Mühle, wo jetzt etwas höher ist. Ist etwas dicht gekommen. Dann auf den linken Hang weiter. Dann musste ich Galopp korrigieren, weil gestern hat er überhaupt nicht wollen fliegen Galopp wechseln. Hier ein Einout, das hat er schön gemacht. Dann ist der Balkon nochmal erweitert worden. Der Anfang ist immer noch gleich. Über die Spitze, dann über die Umgebaut. Ich sehe schon wieder, dass er wieder recht schnell recht geil dagegen ist. Dann hier die Mühle, dass man die Distanz gut passt. Galopp war auch cool. Dann ist es Einhalt. Springt er schön. Dann geht es hinter den Gravelettis weiter, von weiter her auf die Mauer. Die Distanz hat wieder gut gepasst und dann noch auf den linken Hang weiter über den Ochser, den er schön genommen hat. Zum Schluss haben wir noch ein anderes Bargeli gemacht. Zuerst Einhalt, dann eine lange Wendung auf den rechten Hang. Dort über den Unterbaut und eine enge Wendung auf den Ochser und dann noch aufs Mühle. Das haben wir dann noch einmal gemacht, aber das ist leider nicht mehr auf Video zu sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch
nächste Woche wieder rein, wenn mein neues Video rauskommt.